Hallo und willkommen zurück zu Crusader Kings 2. Wir haben hier vorne Glamorgan erobert. Das hatte unser kleiner Bruder, unser Halbbruder in Beschlag. Gehört jetzt wieder uns. Jetzt haben wir noch einen Anspruch auf die Fett und wir können ihm hier den Krieg erklären. Das ist allerdings ein bisschen gefährlich. Und wir hatten noch einen Anspruch auf Roazan. Und tja, jetzt müssen wir mal gucken. Unser. Oder haben wir den? Ah ne, genau, den haben wir da hingeschickt. Roazan, genau. Der. Oh, Gurgistl ist nicht mehr unser Marschall. Da müssen wir mal direkt handeln. Und einen anderen einsetzen. Wer ist denn da der Beste? Iokilin, der Befehlshaber von Buarek. Unser Cousin, den können wir noch nehmen. Haben wir noch einen ähnlich guten? Nein, aber nicht. Nehmen wir ihn. Und er möge doch bitte Truppen ausbilden. Buarek. Spezielle niedere Titel sind zu vergeben. Einmal Befehlshaber. Da können wir nehmen Kinkalon, den Bürgermeister nicht wirklich. Na super, da haben wir ja niemanden. Lassen wir das erstmal. So. Erfolgreicher Kreuzzug für Jerusalem. Gut. Neuter Dschihad, okay. Das interessiert uns gerade gar nicht, der Bektaschi-Orden. Na gut. Ich habe übrigens gerade nochmal. Ich habe gerade den Spielstand geladen. Ich habe zwischendurch nämlich eine andere Aufnahme gestartet. Werde euch nicht sagen, was ich gemacht habe, aber ich habe etwas versucht, was nicht funktioniert hat, was überhaupt nicht funktioniert hat und uns in eine sehr prekäre Lage versetzt hat. Und das ist eben nur dann möglich, wenn ich nicht im Iron Man Modus spiele, dass ich dann lade. Und zwar einen Speicherstand, wo ich ihn gerne hätte. Ja, genau. So viel dazu. Unsere Anna Verg-Eosen ist nun volljährig. Sie wird ein flüchtiger Schatten. Da müssen wir noch mal schauen. So, Gurgistl ist an großem Stress gestorben, sehe ich hier gerade. So, unsere Schwester Anna. So, sie ist eine eine Diplomatin. Naja, gut. Naja, so halbwegs. Aufs Königreich von Frankreich hat sie einen Anspruch, sehr schön. Den durchsetzen können. Ich wage das zu bezweifeln. Schauen wir mal in unseren Rat. Ist da jeder beschäftigt? Da ist jeder beschäftigt. Gut. Hier der Bischof von Landiff. Den müssen wir mal anklicken. Der. Die gucken uns jetzt zuerst den an. Der hat eine Fähigkeit von 19. Unser aktueller Hofprediger von 13, dann ernennen wir doch den anderen. Er mag uns mit 84 und der andere 75. Will uns dann noch mehr mögen, vermutlich. Ja, machen wir das. Nicht kämpfen. Religiöse Beziehungen verbessern. In Broerek, bitte. Okay, und dann schicken wir auch gleich unseren Diplomaten mal, wenn der wieder frei ist, nach Glamorgan. Die Buchhaltung ist eine Kunst, in der nicht die nötige Wertschätzung zuteil wird. Doch ihr habt euch vorgenommen, sie zu meistern. In der Folge habt ihr euch einen detaillierten Überblick über die Finanzen des Reichs verschafft und eure Fähigkeiten auf dem verbessert. Wir gewinnen eine Verwaltung. Sehr gut. Das können wir gebrauchen. Wir können jetzt hier, wie ich gerade erwähnt habe, einen Anspruch auf die Fett erheben. Das Problem wird sein, er ist verbündet mit Legen. Mit Legen. Wo sieht man denn hier Legen? Da, Legen. Hier steht zwar, kann er nicht zum Krieg rufen, ist aber Quatsch. Das heißt wahrscheinlich, dass wir den nicht zum Krieg rufen können. Graf Domnall von Legen kann an keinem der gegenwärtigen Kriege von König Karadoc, der Thronräuber, teilnehmen. Naja, an den aktuellen Kriegen kann er nicht teilnehmen. Aktuell hat er gar keine Kriege. Allerdings wird es so sein, dass wenn wir ihn hier angreifen, dass Legen dann Truppen schickt. Und Legen hat nicht wenige Truppen. Und vor allem nicht wenige Verbündete.
müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir erstmal Glamorgan hier befrieden. Und ja, Powys angreifen ist auch Quatsch. Das können wir uns auch sparen. Brauchen noch mehr Verbündete. Und müssen erstmal Glamorgan wieder eingliedern hier, dass wir auch Truppen aus Glamorgan bekommen. Haben da jetzt momentan recht wenig. 1411 können wir maximal kriegen. Das sind aber, ich glaube, das sind nicht die von hier. Da haben wir nämlich noch einen riesen Malus. Steuermodifikator minus 30, im Wehrpflichtigen Verstärkungsrate minus 70%. Ja, und hier minus 100, beziehungsweise minus 200%. Ja, da kriegen wir keine Truppen. Bis 1102. Doch noch eine ganze Weile hin. So, wir können. Ich frage mich echt, warum wir. Wieder ein Dschihad für Jerusalem. Ich frage mich echt, warum wir hier Domaingröße 2 von 3 haben und den Titel verlieren. Können wir den nicht einmal behalten? Wir können ja mal gucken. Unser Sohn. Anspruchsteller auf den Titel. Interessieren uns nicht wirklich. Wir können ja unserem Thronfolger, Eosen, ab morgen den Titel schon mal vermachen. Können wir nicht. Landtitel gewähren. Na, Eosen kann den nicht bekleiden. Warum kann er den nicht bekleiden? Und einem unserer Geschwister? Das sind auch alles hier Frauen. Oder eben hier kleine Kinder. Landtitel gewähren. Graf Morgan muss einen Landtitel haben, den Branuka bekleiden kann. Grafschaft von Glamorgan. Wir sind selbst nur ein Graf. Da können wir nicht sein. Das ist das Problem. Jetzt weiß ich. Ah ja, wir bräuchten den Herzogstitel, den von die Fett zum Beispiel. Das ist doch ein Herzogtum. Schauen wir mal. Herzogtum war. Moment, was war das jetzt? Ruf zu den Waffen. Seid gegrüßt, Schwiegersohn. Eure Weisheit und Gnade sind legendär. Wir fordern, dass ihr eurer Pflicht nachkommt. Bitte folgt diesem Ruf zu den Waffen gegen durchlauchte Doge Giovanni III. Von Venedig. Dies zu verweigern würde 25 Prestige kosten. Oh, dann nehmen wir doch gerne dran teil. Vielleicht mag der uns ja dann auch irgendwann mal so sehr, dass er uns hilft. Aber ich wollte mir jetzt aber hier das Herzogtum anschauen. Die Jure. Ja, das ist das Ganze hier. Das haben wir bereits. Das bräuchten wir noch, um dann einen Anspruch auf den anderen Teil zu haben, auf den dritten hier. Okay. Königreiche. Ja, gut, egal. Gut, gut, gut. Und dann haben wir noch Kultur, genau. Da haben wir hier bretonisch und das ist auch halb bretonisch und da oben, das ist auch teilweise bretonisch. Sehr gut, das wird langsam bretonisch hier. Und nicht mehr walisisch. Gut. Wir prägen die walisische Kultur durch unsere bretonische. Wie sich das so gehört. So, wir müssen in den Krieg. So, gucken wir doch mal. Wo hat er denn seine Truppen? Der Doge, der ist doch irgendwo hier vorne. So, Graf Morgan von Rurek. Durchlauchter Doge Benedetto von Pisa. Gegen den Giovanni von Venedig. Ja, Republik Venedig, das ist die da. Das ist ja schon ein Witz. Okay, wisst ihr was? Dann schicken wir da mal Truppen hin. Die schicken wir hier quer durch Europa. Von hier. Dann nehmen wir natürlich unsere eigenen. Hier haben wir die. 1400 Mann. Ah. Wir können die nochmal neu organisieren. Das kostet jetzt wahrscheinlich eine Menge.
Wählt einen Befehlshaber für die Flanken. Ah ja. Können wir nicht neu organisieren. Vielleicht, wenn wir da einen Charakter haben. Morgen, Graf von Borek. Naja, wir wollen selbst nicht dran teilnehmen. Ah komm, wir lassen erstmal die Zeit ein bisschen laufen und gucken mal, wie viel Kosten da jetzt sind. Minus 3. Moment, plus 3 machen wir im Monat. Jetzt mal den nächsten Monat abwarten. Gehen wir mit der Geschwindigkeit runter. So. Müssen wir jetzt eigentlich sehen. Ändert sich nicht zum Negativen. Schicken wir die mal los. In Richtung Venedig. Ja. Hier der Kaiser mit seinen Truppen. Schicken wir die mal hier hin, nach Verona. Und werden sie da sein? Ankunft. Sieht man jetzt nicht. So, jetzt zu den Truppen zurückgehen. Ich das mal sehen. Pause mal eben. So, komm am 11. Juli an. Was? Ah, in der nächsten Provinz. In der nächsten Grafschaft, aber nicht am Ende. Ja, das bringt mir ja nicht viel, das zu erfahren. Ja. So, was kostet mich das jetzt immer noch? Wir machen immer noch Plus. Okay, das kostet also nichts. Ist natürlich sehr gut. Weil es die persönlichen Truppen sind, die wir sowieso bezahlen. Na gut. Ich hoffe, wir haben aber kein Problem mit der Versorgung. Nicht, dass uns die Leute da irgendwie auf dem Hinweg sterben. Das wäre überhaupt nicht praktisch. Das wäre sehr schlecht. So, dann haben wir jetzt hier noch weitere wichtige Entscheidungen verfügbar. Wir können Handelsschiffe zwangsverpflichten. Brauchen wir aber nicht. Befehlshaber können wir befördern. Heiligen Mann. 300 Goldlein. Naja. Das wäre vielleicht interessant für eine Eroberung, da 300 Gold zu leihen, dann eine Armee aus Söldnern anzuheuern und dann zum Beispiel hier die Fett zu erobern. Und da könnten wir auch gegen Legen bestehen. Emma ist nicht zufrieden und fragt weiterhin nach noch mehr Spielzeug. Sie soll es bekommen? Nein, wir wollen sie ermutigen, stattdessen draußen zu spielen. Sie ist nun fleißig. Sehr schön. No, das ist mal meine Wunsch. Mein Wunschergebnis. Oh, wir sind gleich schon da. Guckt an. Da ist die Armee des Kaisers. Das ist doch der Kaiser, oder? Na, Herzog zumindest. Aber der Kaiser hat ja gerufen. Eosen kämpft oft gegen andere Kleinkinder. Das sind gute Neuigkeiten. Naja, nee, nicht unbedingt. Wobei, sie könnte dabei grausam werden. Will ich nicht unbedingt. Zynisch soll sie auch nicht werden. Feigling und Stolz auch nicht. Scheiden, Feigling oder treuherzig, die Mönche sollen seine Sünde, ihre Sünde tilgen. Ach, seine Sünde tilgen. Versuchen, seine Energie auf andere Dinge zu lenken. Er ist faul geworden, na super. Oh, guck mal hier, 12.000 Mann gehören den kaiserlichen Truppen an. Der hat bloß 1.500. Müssen wir unbedingt dabei sein. Da können wir noch davon profitieren. Von der Teilnahme an der Schlacht. Und lasst mich mal gucken. Wir ziehen mit denen nach Treviso. Und ich bin gespannt. Was haben wir denn hier für einen. Oh, einen bitteren Winter haben wir da. Milden Winter, milden Winter. Ziehen wir hier hin, in den milden Winter. Bitterer Winter sieht man schon bei ihm hier. Verliert er Truppen. So, Schwester Anna ist besorgt, dass sie immer noch nicht verheiratet ist. Okay, dann werden wir ihr jemanden finden. Heirat arrangieren mit dem ja, Kastilien ist nicht schlecht. Oder Frankreich, Desemur. Graf Huger von Chalon. Gucken wir uns doch mal seine, na, sein Haus wollen wir nicht unbedingt ansehen. Grafschaft von Chalon. Sein Lehnsherr ist der Herzog Robert, der Thronräuber. Wir hätten dann Graf Huger von Chalon als Bündnispartner. Hat er viele Truppen? 1033 Mann.
Das wäre hier. Da ist es ja total weit weg. Das machen wir nicht. So, gucken mal, wie wir da anderes finden können. Dann nehmen wir Jimena, der hat so noch Anspruch. Auf Kastilien und Leon. Oder ihn hier, der hat Anspruch auf Leon, Kastilien und Galizien. Wobei er ist natürlich noch interessanter. Er hat nämlich jetzt schon die Ansprüche, beziehungsweise er ist jetzt schon in dem Alter, in dem man heiraten kann. Dann Prinz und König von Kastilien, sehr gut. Wählen wir ihn. Matrilinear? Nein. Okay. Senden. So. Unsere Truppen. Ah, Moment. Lief die ganze Zeit die Zeit weiter? Ich weiß nicht. Wo sind die denn jetzt hin? Wollen die nicht mal angreifen? Oder sammeln die sich noch? Ich akzeptiere euren Vorschlag. Die sollen heiraten. Sehr gut. So, jetzt wollen wir doch mal sehen. Wo wollen die hin? Tja. Wo wollen sie hin? Ach, hier unten wollen sie hin. Split. Königreich von Kroatien. Müssen wir dahin? Na dann gehen wir dahin. Müssen wir hier leider durch das. Ja, Moment, wir können die natürlich auch einfach hier behalten erstmal. Über den Winter und dann im Frühjahr rüberziehen. Denk mal, das ist hier auch eine feindliche Armee. Oder ist das inzwischen eine Rebellenarmee und nicht mehr feindlich? Das wäre natürlich auch interessant mal zu erfahren oder zu wissen. Schauen wir gleich mal, wenn wir hier Zeiger drauf haben. Doch, das ist noch eine feindliche Armee. Armee der Rebellen. Okay. Das ist seine Armee, das ist seine Armee und der will ja hier rüberziehen, offenbar. Tja, ich mal wüsste. Tja. Das hier ist rot, ja. König von Kroatien, aber das ist doch, da haben wir doch nichts mit zu tun mit ihm. Da haben wir doch überhaupt nichts mit zu tun. Denke, es geht um Venedig. Venedig ist da. Naja. Lass uns mal weiterlaufen. Gucken mal. Wir haben jetzt einen weiteren Verbündeten, den König Sancho. Sehr gut. Ja, zu welchen. Ja, zu. Was? Um Hilfe bitten? Zum. Ja. Für was für einen Krieg? Ist doch nicht unser Krieg, in dem wir ihn dann rufen würden. Na gut, so, Februar. Bald ist der Winter doch wohl vorbei. Und dann können wir mit den Truppen weiterziehen. Wir gucken mal. Armee von Mengi aus Gorek, das ist ja unsere Truppe. Was ist denn das hier? Warum greifen wir jetzt nicht Venedig an? Ist man da zu unfähig? Wo wollen sie denn mit denen hin? Sollen wir tatsächlich da nach Kroatien ziehen. Oder wirklich hier nach Split. Tja, nicht gespannt, ob er da hinzieht. Wenn ja, dann nehmen wir daran teil. Aber eben möglichst nach dem Winter. Da will ich keine Truppen verlieren. Das Torwetter dürfte langsam mal anfangen einzusetzen. Ich mache wieder Frühjahr. 9000 Mann. Ja. Es erscheint immer noch bitterer Winter, oder? Bitterer Winter. Ein unversorgtes Kind. Unsere Cousine. Ja, die können wir zur zu einer Messerstecherin machen. Von Prinzessin Gunhild von Dänemark. Die ist ganz schön lange schon dabei. Die ist sehr zuverlässig, die Frau. So, und offenbar will er jetzt tatsächlich in das Split. Dann nehmen wir daran gleich mal teil. Auch wenn ich vermute, dass wenn er in Split ankommt, dass er dann auch nach Venedig übersetzt. Fragt mich nicht warum. Ich vermute, das macht er genau dann, wenn wir gerade nicht da sind. Naja, dann haben wir jetzt unsere Truppen da und haben Monatsbilanz minus 1,4. Das ist dann doch jetzt die Truppen, die es hier, die dann hier so ein Minus verursachen. Und gleich hat er das besetzt und dann, ja.
Muss er mal zusehen, wie er fortfährt. Der Kaiser. Eins ist auf jeden Fall früher. Jetzt können wir. Jetzt haben wir hier keinen bitteren Winter mehr. Doch immer noch bitterer Winter. Jetzt muss doch langsam mal Tauwetter einsetzen. Wisst ihr was? Wir ziehen ja jetzt vorbei. Das dauert mir jetzt einfach zu lang. Wir ziehen jetzt hier hin. So. Auch wenn das vielleicht nicht viel bringen mag, weil das gleich schon erobert ist, ziehen wir da jetzt hin mit unseren Truppen. Die sich jetzt wo aufhalten? Hier Treviso. Erfolgreicher Dschihad für Jerusalem. Schade. So, jetzt ist der Winter nämlich gar nicht mehr so bitter, obwohl es da noch steht. Aber wir verlieren keine Truppen. Wir sind ein Mitglied dieser Einheit. Warum sind wir ein Mitglied der Einheit? Na, das ist doof. Armee von Herzog Ernst? Wir dürfen doch eigentlich gar nicht einer Schlacht teilnehmen. Naja. So, sind wir jetzt immer noch dabei? Sind wir nicht. Sind wir nicht. Das ist jetzt unser Onkel. Okay. So, und jetzt ist er tatsächlich in Venedig. Ich habe es doch gesagt, wie ich es vermutet habe. Das hat es total gebracht. Das ist gleich erobert. Wenn sich sogar jetzt Fall ist. Ja. Mein Lehnsherr, ich habe eine gute Neuigkeit über meine Mission nach Ruhrek während meines Versuchs. Okay, es hat also funktioniert. Ja, wie vermutet. Das ist jetzt belagert und wir müssen nach Venedig. Ich hab's doch geahnt. Jetzt sind Truppen also wieder. Ach so, da kommen wir gar nicht hin, oder was? Wieso kommen wir denn da nicht hin? Schicken wir unsere Truppen hier hin. Nach Istrien. Wo haben wir da Schiffe? Okay. Die Kirche predigt das Zölibat und meine Freunde versuchen mich in den Hedonismus zu ziehen, indem sie mir die Freuden des Lebens zeigen. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das Leben genießen oder lieber auf das Himmelreich warten soll. Ich kann ja mal ein paar Freuden ausprobieren. Na klar, das machen wir. Steigert unsere Fruchtbarkeit um 20%. Das ist natürlich eine Menge. Machen wir das auf jeden Fall. So, wir kommen offenbar nicht rüber. Brauchen wir Schiffe? Hätte ich das gewusst, hätte ich meinen eigenen mitgenommen. Na super, hätten wir uns auch der Truppe anschließen können. Naja, wir haben auf jeden Fall mal dran teilgenommen, haben unsere Truppen hingeschickt. Wenn wir die zurückziehen, wird es jetzt wahrscheinlich auch kein Beinbruch sein. Unser Halbbruder braucht einen Erzieher. Ja, in Sachen Verwaltung könnte man da was machen. In Sachen Verwaltung, habe ich gesagt. Da nehmen wir Taklifa, den Kanzler von Ruhrek. Das wäre doch was, wenn das ein guter Verwalter werden würde. So, 1098. In 4 Jahren haben wir wieder Truppen in Glamorgan. Mit denen können wir jetzt mal hier rüberziehen. Aber hier direkt drauf geht nicht. Nein, geht nicht. Schade. Was ist hier los? Hier haben wir aber noch Truppen vom... Sind das Feinde? Nicht wirklich. Ja gut, und das ist jetzt auch besiegt hier, glaube ich. Was hat er denn da noch an Truppen? Nix. Verteidiger hat da nichts mehr zu verteidigen. Ja, wenn jetzt keine Schiffe kommen, ziehen wir unsere Truppen zurück. Das sind keine Schiffe, also zurück. So. Waren wir einmal auf der anderen Seite der Alpen und machen uns auf den Rückweg. Auf den langen. Das ist unser Sohn. Der muss auf jeden Fall ein Diplomat werden. Kind ausbilden. Das muss auf jeden Fall auch er machen. Ja. Hat jetzt 2 Kinder in Obhut. Unser Kanzler. Ganz schöne Menge an Truppenbewegungen hier im Heiligen Römischen Reich. Ja gut, die haben da alle ihre Ränkespielchen und schicken natürlich auch ihre Unterstützungstruppen in Richtung Italien. Oder hier nach Split. Tja.
Ich habe gute Neuigkeiten. Meine Mission in Gurek. Ja, er mag uns jetzt mehr. Sehr gut. Wir gucken mal, ob er uns schon so sehr mag, dass er uns Truppen schickt. Nein, mag er nicht. Naja. Dann eben nicht. Hier werden Ansprüche fingiert in Roazhon. Unser Marschall. Der darf keine Truppen führen. Unsere Gattin Emma ist schwanger. Sehr gut. Eine Tochter wurde Samuel, Map Yokilin und Prinzessin Asta von Nore geboren. Name Miduil. Das ist die Tochter, die jetzt gerade geboren wurde, aber offenbar ist seine Frau dabei gestorben. Ja. Das ist unser Onkel. Ja, vielleicht können wir den neu verheiraten. Mal ein Bündnis rausschlagen. Ach, da wird noch Auto gespeichert. Gut, und dann sind wir auch schon am Ende der Folge, wie ich sehe. Dann machen wir das noch. Anfang des Jahres nochmal jemanden aussuchen zur Hochzeit, wenn das schnell gehen sollte. Wenn nicht, dann müssen wir noch warten. Pause mal eben machen. Na komm, Pause. Ja, da kriegen wir jetzt wohl die Schnelle niemanden. Wenn wir noch ein Bündnis abstauben können. Ne, niemanden. Gucken wir mal, wer mag uns den Namen? Meisten. Baroness, ui. Gudrun Höfling. Baroness Höfling. Asta Baroness von Horsens. Alessandra Baroness von Ubino. Nehmen wir auch die hier. Eine Baroness. Versuchen wir ihn mit ihr zu verheiraten. So. Die Heirat von Samuel und Baroness Alessandra vorschlagen. Als ein Verwandter von einem Herzog würde Samuel null Prestige dafür erhalten ins Haus. Moment. Ach so. Und Minus für die Heirat mit einem Baroness. Okay, ja, machen wir nicht. Richtig, Baroness ist ja vom Rang her auch gar nicht mal so gut. Nach Rang. Ist das jetzt die höchstrangige? Das ist doof. Baroness ist schon ein Adelstitel. Alle anderen sind nur Höflinge. Aber die hat hier zum Beispiel einen Anspruch. Auf Lothringen. Gar nicht mal schlecht. Sachsen-Oberlothringen. Naja, gut. Schauen wir uns das in der nächsten Folge an. Wir machen jetzt an der Stelle eine Pause. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!